Kapitel 17. Eine unvergessliche Lektion. Mir bleibt nur, euch beide zu beglückwünschen, Aurora und Mashadow. Ihr beiden seid innerhalb weniger Wochen weit gekommen. Epsilon, verschwinde von hier! Wir haben Endynalos bereits besiegt und wir werden den Turm weiter verteidigen, wenn es denn sein muss. Ein Funken von Amüsement flackerte in den robotischen Augen des Helmes auf. Ihr mögt es mir nicht glauben, aber ich hatte nichts anderes vor, als zu verschwinden. Ihr beiden habt einen großen Kampf geboten und wart letztlich siegreich. Heute werde ich euch nicht weiter stören. Ich bin nur hier, da ich leider diesen Kerl noch brauche. Aus einer Halterung am Rücken zog Epsilon seine Schwertfeder hervor und richtete sie direkt auf Endynalos. Innerhalb von Sekunden war dieser völlig verschwunden. Und auch Epsilon folgte sofort darauf. Erst jetzt bemerkte Aurora auch die anderen anwesenden Pokémon. Das vollständige Team Fossil, sowohl Monagoras als auch Omagaga, standen wortlos im Eingang zur Ebene, Blick erfüllt von Schock. Aurora, Mashadow, was zur Hölle ist vorgefallen? Und was zur Hölle habt ihr mit dem Turm angestellt? Erst jetzt sah Aurora, wie verwüstet die gesamte Ebene war. Und sie war sich recht sicher, dass auch die anderen drei umkämpften Etagen nicht in einem besseren Zustand waren. Kommt mit in unser Büro, dort können wir über alles reden. Gesagt, getan, denn nur wenige Minuten später fand sich Team Polana-Watra zum wiederholten Male im Büro der Liga-Gründer wieder. Also beginnen wir erst einmal mit dem Wichtigsten. Seid ihr beiden unverletzt oder sollen wir jemanden rufen? Nichts, was nicht ein wenig Ruhe heilen kann. Lass uns lieber direkt zur Sache kommen. Aurora sprach diesen Gedanken fürs gesamte Team aus, in dem Bewusstsein, dass Mashadows Zustand noch besser war als der ihre. Na dann, erklärt uns, was zur Hölle vorgefallen ist. Waren das da oben gerade Endynalos und Epsilon? Wie zur Hölle sind sie in diesen Turm eingedrungen? Als sie diese Frage hörte, erinnerte sich Aurora sofort zurück an Endynalos Worte. Sie wussten Bescheid. Epsilon wusste von der Suchaktion. Deswegen hat er Endynalos losgeschickt, weil er wusste, dass der Turm so gut wie unbewacht wäre. Team Fossil tauschte besorgte Blicke aus. Das klingt beinahe so, als hätten sie sogar vor dem heutigen Morgen Bescheid gewusst. Das müsste aber bedeuten, dass einer der Eingeweihten ein Verräter ist. Und ich hab da schon eine Vermutung. Sein Blick fiel sehr deutlich auf Mashadow. Ich soll in deinen Augen also Epsilon Bescheid gesagt haben, damit ich heute gegen Endynalos kämpfe und wen am Ende stoppen? Ich sehe nicht, wo in dieser Aussage sich Logik befindet. Zu Auroras Überraschung erwiderte Monagoras tatsächlich kein Wort. Er musste inzwischen selber einsehen, dass Mashadow vertrauenswürdig war. Gut, ich sehe es ja ein. Meinetwegen. Aber so oder so, die Schäden am Turm gerade in der 50. Etage sind enorm. Das wieder aufzubauen wird Tage dauern und die Kosten erst. Wie schon so manch einmal unterbrach sein eigener Teampartner Monagoras Beschwerden. Jetzt ist es aber gut, Monagoras. Diese Schäden sind wirklich zweitrangig und du weißt das selber, so gerne du dich auch beschwerst. Also, Mashadow Aurora, ich möchte einmal kurz zusammenfassen. Ihr beiden habt vor einer Woche einen unglaublichen Sieg hingelegt und damit eure Stärke eindeutig bewiesen. Heute seid ihr beiden in einen Hinterhalt geraten und wurdet von Endynalos angegriffen, einem von den berüchtigsten Unterstützern Epsilons. Und trotz dessen habt ihr für alle Pokémon dieses Ortes gekämpft und dabei eure eigenen Leben riskiert. Und nicht nur das, ihr habt es sogar geschafft, in einem Kampf zu siegen, welcher nach außen hin schier ungewinnbar schien. Team Polana-Watra, ich erlaube mir im Namen ganz Kiratowns zu sprechen, wenn ich euch für euren heutigen Einsatz mit ganzem Herzen danke. Und auch wenn wir euch keinen großen Lohn geben können, sollt ihr nicht leer ausgehen. Ruht euch für 3 Tage aus, damit wir uns in 4 Tagen auf Ebene 50 wiedersehen. Monagoras verstand offensichtlich schon lange vor dem Team, was Amagaga gerade anbot. Meinst du das ernst? Diese beiden hatten 2 Ligakämpfe. 2!
Das ist schlicht unvermeidbar mit allen Grundsätzen. Sie haben sich nicht bewiesen. Zum ersten Mal, seitdem sie die beiden kannte, schien Amagaga wirklich keine Geduld mehr mit seinem Teamkollegen zu haben. Jetzt sei endlich ruhig. Ich weiß, dass du Team Polana Watra nicht magst, auch wenn nur der Plot weiß weshalb, aber trotzdem kannst du doch wohl noch realistisch denken. Die beiden sollen sich nicht bewiesen haben. Hast du den ganzen Tag heute verschlafen? Er wandte sich von seinem Teampartner ab. Also ihr beiden, in 4 Tagen am Mittag werdet ihr auf Ebene 50 gegen uns antreten. Team Polana Watra gegen Team Fossil. Solltet ihr die Performance zeigen, welche ich von euch erwarte, dann werdet ihr in die Oberliga hinaufgestuft. Dies ist der höchste Lohn, welchen ich heute vergeben kann. Eine Chance auf einen Liga-Aufstieg. Aurora verstand Monagoras Verwunderung vollkommen. Doch natürlich wollte sie die Chance annehmen und auch nutzen. Sobald die Unterliga hinter ihrem Team lag, konnte der wahre Aufstieg immerhin beginnen. Wir werden da sein und euch nicht enttäuschen, ich verspreche es. Nach einem Blick auf Monagoras korrigierte sie sich noch einmal schnell. Also dich werden wir zumindest nicht enttäuschen, Amagaga. Wieder einmal vergingen einige Tage ohne größere Ereignisse. Den Rest des Donnerstages ruhte sich das Team aus, bis am Abend langsam das Wort der Ereignisse die Runde machte, nachdem die anderen Teams langsam zurückkehrten. Team Nordica, Team Slash und Team Fossil entschieden sich zudem, noch einmal eine gemeinsame Versammlung einzuberufen, um hinter das Wissen Epsilons zu kommen. Ehrlich gesagt rechnete Aurora jedoch nicht damit, dass es tatsächlich effektive Ergebnisse geben würde. Auch den folgenden Tag nahm sich das Team Polana Watra frei, wenn auch eher unfreiwillig, da Mashadow genau wusste, dass Aurora die Ruhe nötiger hatte, als diese es zugeben wollte. Stattdessen setzten die beiden sich zusammen und planten ein wenig für ihr Relegationsmatch gegen Team Fossil. Beide Pokémon waren sich sehr sicher, dass ein Sieg ihrerseits nicht vonnöten wäre, um die Prüfung bestehen zu können. Immerhin war Team Fossil für lange Zeit ein Top-Team und war immer noch in den Top 30 der gesamten Liga. Sollten sie sich hierbei irren, dann wäre die Wahrscheinlichkeit ihres Erfolges beinahe null. Ein wenig sprachen sie natürlich auch noch über die Schlacht gegen Andynalos und Mashadows Optimismus, welcher daraus entstand. Fast keines der Teams hätte Andynalos besiegen können, Aurora. Wir müssen uns wirklich keine Sorgen machen. Wir haben uns vorgestern bereits als Teil der Elite in die Geschichte verewigt. Überschätze uns nicht. Nur weil wir einen richtigen Kampf gewinnen, sind wir keine guten Ringkämpfer. Außerdem bin ich nicht wirklich überzeugt, dass zum Beispiel Team Slash nicht dasselbe geschafft hätten. Naja, um fair zu bleiben. Nur die wenigsten kennen den Trick mit dem Kristall. Deswegen hätten die beiden es zum Beispiel nicht geschafft. Was genau nun die Gründe waren, war letztlich irrelevant. Denn Aurora nahm sich fest vor, dass dieser Sieg ihr nicht zu Kopf steigen würde und sie sich auf die Zukunft fokussieren müsste. Zum Beispiel auf die Qualifikation, welche schon bald anstand. Frisch und fit betrat Team Polana Watra die Ebene des Generators, auf welcher sie erst Tage zuvor ihre Schlacht beendeten. Ihre heutigen Herausforderer waren bereits anwesend. Also dann, Polana Watra, ich hoffe, ihr seid bereit. Gebt alles, was ihr habt in diesem Duell. Gewinnen müsst ihr natürlich nicht, ehrlich gesagt wäre es auch etwas verwunderlich. Wir mögen zwar etwas eingerostet sein, aber früher waren wir immerhin ein Top-10-Team, mit einem Saisonende sogar auf Platz 7. Wir werden einen regulären Einrunden-Ringkampf machen und am Ende entscheiden, ob ihr bereit für die Oberliga seid. Leise fügte er hinzu, also das seid ihr beiden fast sicher, aber gebt trotzdem alles. Bereits zuvor hatte Team Polana Watra eine Strategie entwickelt, welche auf umgekehrter Psychologie basierte. Beinahe immer begann Aurora die Ringkämpfe. Deswegen würde Team Fossil dieses Mal gerade nicht damit rechnen. Und genau deswegen begann Aurora erneut. Das Ziel, sie sollte gegen Monagoras antreten. Mashadow hatte einen derart riesigen Typenvorteil gegen Amagaga, dass er tatsächlich siegen könnte und auch Auroras Chancen waren gegen Monagoras höher als gegen Amagaga. Und kaum trat sie in den Ring, sah sie die Richtigkeit ihrer Schätzungen. Ihr Gegner im ersten Duell war Monagoras. Jedoch wirkte dieser selber zufrieden mit seiner Gegnerin. Habe ich also richtig gedacht? Richtig gedacht?
Wärst du nicht gegen Mashadow besser dran und Amagaga gegen mich? Ein bösartiges Funkeln erschien in Monagoras Augen. War dies, was Kel behauptet hatte, am ersten Tag zu sehen? Ich wollte aber dir eine Lektion erteilen, nicht Mashadow. Also dann, ich zeige dir, wo dein Platz in der Liga ist. Der Kampf begann, als Amagagas und Monagoras Worte beide in Auroras Gedanken kreisten. Dein Platz in der Liga. Ich weiß, dass du Team Polar Navatra nicht magst. Was genau trieb Monagoras an? Weshalb war es, dass er Aurora und Mashadow so misstraute? Glaubte er wahrlich immer noch, dass sie etwas mit Epsilon am Hut hätten? War er neidisch auf ihren Erfolg? Doch egal, was es war. Aurora war entschlossen, den Gefallen einer unvergesslichen Lektion zu erwidern. Sofort erschuf sie einen Ring aus Eis am Boden, dort, wo sie zu Beginn der Schlacht stand. Monagoras blieb zunächst ebenfalls unbewegt, als Steinsäulen das Kampffeld erfüllten. Eine von ihnen erschien direkt neben dem Dinosaurier, und sofort nutzte er diese als seine Waffe. Ein starker Schweifhieb schleuderte Felsen an die verschiedensten Stellen des Kampffeldes, unter anderem an den Ort, an dem Aurora stand. Diese war allerdings vollkommen bereit, dem ersten Hieb zu entgehen und fror bei ihren Bewegungen bereits Teile des Kampffeldes ein, um noch mobiler zu werden als ohnehin schon. Als Monagoras noch mehr Steinsäulen erschuf, sah Aurora eine Lücke, in welcher sie ihren ersten Treffer landen könnte. Genau wie ein Dynalos war auch Monagoras ein Drache. Aufgrund der zwei Typen war gegen ihn jedoch der Feentyp deutlich effektiver. Eine Mondgewalt würde in dieser Situation zu lange brauchen, weshalb eine schwächere Feenbrise den ersten Schaden anrichten sollte. Jedoch hatte Monagoras diesen Treffer vollkommen in Kauf genommen, im Bewusstsein, dass er nun in einem großen Vorteil wäre. Denn sein Erdbeben traf nicht nur den gesamten Raum, auch die überall verteilten Steinsäulen stürzten und ließen Aurora keinen Raum zum Ausweichen. Sie fand sich schnell unter einer Felsschicht wieder, aus welcher sie sich erst einmal befreien musste. Allerdings schaffte sie dies nicht schnell genug, bevor Monagoras ihre Wehrlosigkeit ausnutzen konnte. Seine Drachenattacken blieben zwar wirkungslos, was er natürlich wusste, und ein Gesteinsangriff konnte Aurora nicht an den Rand des Ringes bringen. Doch auch ein simpler Krallenhieb war bei Monagoras Kraft ein mächtiger Angriff. Aurora fand sich in der Extremgravitation der Risikozone wieder, schaffte es jedoch trotzdem knapp dem nächsten Felsen zu entgehen. Sofort im Nachgang nutzte Monagoras auch ein weiteres Erdbeben. Doch aufgrund der starken Schwerkraft war es recht wirkungslos, da diese zwar Auroras Mobilität einschränkte, doch ihre Standfestigkeit erhöhte. Trotzdem war ihre erste Priorität nun aus diesem Bereich zu entkommen. Erst dann war sie wahrlich sicher genug, um den Kampf wieder offensiv ausspielen zu können. Doch es wirkte nicht, als würde Monagoras ihr dazu auch nur die geringste Chance lassen wollen. Weitere Felsen verfehlten sie um Zentimeter. Doch im Augenwinkel sah die Plottkriegerin auch, wie Monagoras selbst einen direkten Angriff startete. Direkt auf sie zu. Genau auf diesen Moment hatte sie gewartet. In dem Moment, in welchem Monagoras an dem Punkt ankam, an welchem Aurora gestartet hatte, genau auf dem Ring aus Eis, welchen sie dort zu Beginn des Kampfes kreiert hatte, schlug sie zu. Der Ring im Boden wuchs sofort zu einer Eissäule heran, welche bei ihrem Wachstum auch den schweren Monagoras mit ihrem Schwung mit sich riss und aufgrund seines eigenen Schwunges weit in die Luft beförderte. Zwar befand sich Aurora immer noch im Risikobereich, doch nun hatte sie die nötige Zeit, um ihre mächtigste Feenattacke, Mondgewalt, heraufzubeschwören. Gerade erst unsanft gelandet, hatte Monagoras keine Chance mehr auszuweichen und wurde nach seiner Landung selbst im Risikobereich direkt aus dem Ring geschleudert. Nach der großen Ansprache zu Beginn dieses Duells konnte sich Aurora ein wenig Schadenfreude nicht verkneifen. Na dann, großer Meister, wo ist denn mein Platz in der Liga? Du wolltest ihn mir doch zeigen. Verwirrt richtete Monagoras sich auf. Einen Moment lang schien er nicht wirklich verarbeiten zu können, was gerade passiert war. Ich hab verloren! Verloren? Gegen ein Eis-Pokémon? Nein, niemals! Ich kann nicht gegen jemanden wie dich verlieren! Du bist nichts von dem, was du über dich selber denkst! Aurora, du wirst das bereuen! Sofort verließ er den Raum voller Zorn und hinterließ Aurora verwirrt. So eine Reaktion war sie von ihm trotz allem nicht gewohnt.
Sie war so in Gedanken, dass sie kaum mitbekam, wie Mashadow sein Duell durch seinen Typenvorteil ebenfalls gewann.